und Louisiane gerettet haben. Was für eine Freude, euch zu sehen. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ihr habt mir auch schon mehr als genug geholfen, meine Teuerste. Auf bald. Okay. Ja. Da geht's ins Obergeschoss. Da brauchen wir allerdings, glaube ich, nicht hin. So, ich wollte eigentlich ein zweiter ins Hafenhaus. Aber nein, die Vogtin steht hier jedenfalls nicht mehr. Vielleicht steht sie oben beim Grafen jetzt. Oder sie ist ganz weg. Nö, sie steht auch nicht beim Grafen herum. Okay. Ja gut, wir haben mittlerweile Stufe 11 von maximal 20 erreicht. Da reden. Also sie steht auf jeden Fall hier rum. Hallo, nett von euch, dass ihr mit. Nee, sie hat nichts Neues zu sagen. Gut, das heißt, wir können jetzt zum Hafen. Also einfach geradeaus. Ja, die Aventurier denken immer noch, dass die Welt eine Scheibe ist. Oh, ob wir noch mit Emmerich Störebrand reden können? Was ich auf jeden Fall getan hat, ist... wir sind schon vorbeigelaufen. Genau, müsste sein, dass die Barrikaden jetzt überall weg sind. Ja, auf jeden Fall können wir noch mit Emmeran, nicht Emmerich, Emmeran reden. Ich wünsche. Okay, der wünscht uns nur viel Erfolg.
Gut, das heißt, jetzt hier durch. Oh, ich hätte eins vorher durch müssen. Hier wäre übrigens Kapitän Debrak, bei dem wir auch die Superwaffen und Superrüstungen so kaufen könnten. Ich will allerdings hier Ardus Familienschwert sicher nicht verkaufen. Und ich habe wieder vergessen, Schleifstein und Waffenbalsam zu benutzen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Dukaten, um uns ein Boot zu kaufen. Ah ne, die Barrikaden der Nicebacks, die stehen sogar noch. Halt! Hier gibt es nichts. Wegen der Gesetzlosigkeit des Handelshauses Nicebeck hat Graf Grovin deren sämtliche Güter beschlagnahmen lassen. Sicher werdet ihr woanders finden, wonach ihr sucht. Okay. Ich will eigentlich aber eher zum Bootshändler. Ist auch schon mal lustig, dass ein Bootshändler Schiffe verkauft. Nun, wie schaut es aus? Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Es ist aus zweiter Hand, doch tadellos geführt. Ich kann es euch für einen Spottpreis überlassen. Euer Spottpreis belief sich auf 1000 Dukaten, richtig? Ah, ihr seid nicht nur fachkundig, was Schiff anbelangt. Ihr habt obendrein noch ein gutes Gedächtnis. Ja, 1000 Dukaten, das ist vollkommen richtig. Also, wie sieht es aus? Wollt ihr das Schiff verstehen? 1000 Dukaten, ganz schön gepfeffert. Aber was soll's? Wer ein eigenes Schiff will, muss wohl tief in den Säckel greifen. Abgemacht, ich nehme es. Großartig, das nenne ich Entschlossenheit. Hiermit seid ihr stolzer Besitzer dieses stolzen Schiffes. Gratuliere. Ja, da hat er uns reingelegt. Was schaut ihr so düster drein? Leinen los und auf ins Abenteuer! Soll das ein Scherz sein? Ihr habt mich betrogen. Ihr habt mir für diese kleine Nussschale 1000 Dukaten abgeknöpft. Dabei wolltet ihr das Schiff hinter euch verkaufen. Aber, mein Freund, das Boot ist doch hinter mir. Außerdem wisst ihr doch, es kommt nicht immer auf die Größe an. Moral, klugen Weisheiten könnt ihr euch stecken. Gebt mir sofort mein Geld wieder, sonst passiert was. Oho, ich glaube, wir setzen das Gespräch ein anderes Mal fort. Euer Kopf ist ja schon ganz rot, aber was ist das? Haha. Ja. Ein betrügerischer Bootshändler. Dieser unverschämte Bootshändler hatte es doch tatsächlich gewagt, mir diese kleine Nussschale unterzujubeln. So ein dreister Betrug ist mir schon lange nicht untergekommen. Das werde ich nicht auf besitzen lassen. Diesen Bootshändler werde ich nicht entwischen lassen. Komm her, du Lurch. Oh, er haut auf den Piusplatz ab. Ja. Finde den Bootshändler. Wo ist die Salunke nur hin? Die 1000 Dukaten bleibt er mir nicht schuldig. Und wenn ich sie aus ihm herausbringen muss. Aber zuerst einmal muss ich ihn finden und das scheint gar nicht so einfach zu sein. Hm. Versteckt er sich im Silberkrug? Da ist er ja. Ne, ist er doch nicht. Ah. Sieht nur so ähnlich aus. Händler und Holzfäller, ja. Städter. Du siehst nämlich auch aus wie ein Händler. Hm.
Also ja, da geht's in die Grafenstadt. Da wird er aber nicht hingeflohen sein, denke ich mal. Ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt im Pyos-Tempel versteckt. Aber alle Möglichkeiten mal ausschließen. Städter. Pyos-Geweihter. Nö. Dann Hafen, Pferdchen. Städter, Städterin. Der Spieß. So viele Dukaten, sagst du? Das glaube ich dir. Ach, da ist er. Wenn ich es dir doch sage, schau her. Seid ihr wieder an Land? Euch wird das Lachen gleich vergehen, wenn ich euch an den Haaren zur Stadtwache schleife. Oje, das hört sich nach Ärger an. Verdammt, du hast ja aber auch mal wieder den besten Platz für das Treffen aufgesucht. Mal wieder, du weißt doch ganz genau, dass ich immer hier stehe. Wenn dir das nicht passt, mach das nicht mal gefaced vor dem Mund auf. Dann lass mich doch in Ruhe, wer hat jetzt den Ärger, du oder ich? Mein Geld, aber sofort, schon gut, es war doch alles nur ein Spaß, hier ist es. Das Bötchen könnt ihr auch behalten, wenn ihr wollt. Vielleicht zum Angeln. Damit ist die Sache doch aus der Welt, oder? Dank Fex, dass ich ein gütiges Gemüt habe. Ansonsten hätte ich nicht übel Lust verspürt, euch eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Was aber, ich gehe besser. Gehabt euch wohl. So, 15 Abenteuerpunkte für den kleinen Schnabark. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan und mein Geld habe ich auch wieder. Das würde ihm eine Lehre sein, solchen Schindluder mit den Leuten zu treiben. Ertappt. Ja. Fix. Dann kaufen wir mal den Ring. Folgt mir. Ring des Fix. Noch einer. Ja. So einen haben wir ja schon. Was macht der nochmal genau? Fingerfertigkeit plus 1. Ich versuche mein Bestes. Ein Zwerg, ein Wort. Ei, folgt mir. Mein Atem geht ruhig. So, da trägst du zwei von denen. Stimmt aber eigentlich. Beim Hafen war ja noch der Störrebrandhändler, der auch Ringe verkauft. Ich würde sagen, dem statten wir auch noch einen Besuch ab. Gucken mal, ob wir mit den beiden Ringen auch noch was anfangen können. Aber ja, allgemein Ringe, die die Attribute erhöhen. Das bin ich. Der da ist jetzt nicht unbedingt wichtig, der Fingerklingenring. Wo muss ich lang? Einfach da hinten lang. Ja, und dann können wir dann theoretisch von hier aus dann direkt nach Talon weiter.